Hallo und herzlich willkommen hier auf unserer Map. Hier, yeah, Bad. Neustart. Ich hab da Mo gewonnen. Gibt ja immer wieder mal ein ungeschicktes Manöver mit dem Trecker oder mit Hänger und Trecker. Wo man sich auf die Fresse legt. Bin ein bisschen auf die Suche gegangen. Gibt ja leider keinen, wie sag ich jetzt mal, so einen Bergungstruck, wo man das Ganze wieder aufstellen kann. Oder aufrichten. leider geht das mit dem Frontlader nicht so gut. Deshalb. Nehmen wir. Tschada. Wie in echt. Einen schönen. Pneukron. Hier, dieser Liebherr LTM 1300. Kann man übrigens, kann man runterladen, ne? Muss ein bisschen googeln, er ist aber da für LS 22. 19 Gramm sind auch schon. Hinten muss man so ein Gewicht drauf machen, ne? Geht eigentlich ganz gut. Einfach hier vorne, wo jetzt hier die Kabine ist vom Crown, kannst du denn das Gewicht hier abstellen. Hier drauf geht's. Ich hab's mal hinten besucht, ging nicht. Da ist nämlich keine Kohle da. hier vorne ging das. Hier abstellen das Gewicht dann hier drauf, ne? Dann den Crown drehen und dann ankuppeln. Und dann hast du das Wicht, den Wicht auch dran. Man kann auch hinten sitzen. Das keine Problemas. Es geht. Wir brauchen den aber hier als Abschleppfahrzeug. Es gibt nichts anderes. Es gibt vielleicht eine Abschleppkette, aber die kannst du nicht auf der Seite irgendwo anhängen, glaube ich, oder? Aber wir wollen mal gucken, ob er das schafft. Das ist ja auch die Frage, ob er das schafft oder nicht, ne? Weil das ist jetzt ein, was ist denn das jetzt, ein 900er, ne? Wir drücken X. Wir heben, die Steuerung ist eigentlich sehr gut. Bei der Maus und so, ne? Und so, Maussteuerung. Da sieht man nichts. Ich habe hier keinen Knecht, der mir hier sagt, wo ich, hier, ne? Ja. Oi, du Sau, du blöde Nuss. Hab ich die falsche Taste gedrückt hier, ne? So, und wenn man anhängen will, macht man, was war das, L? Genau. Und dann kann man das hier einfach hier so locker mal hier so ziehen, oder? Wow. Hast du das gesehen hier, ja? Ich weiß ja nicht, aber ist scheiße, ne? Nee, aber zum Aufstellen geht das, ne? Also er fällt nicht auf die Fresse. Er hupelt noch ein bisschen, keine Ahnung warum, aber. Vielleicht ist es der Hubler, ne? Na geht. Mal gucken, wie weit weg. Da sieht man doch gar nichts. Oh, wie weit weg, Mann, das geht ja ewig. Ui! Rein damit! Schieß rein! Egal, ich seh nix! Boah, da wäre der Baum weg! jo. Also passt, passt eigentlich, ne? Also du kannst ihn gut aufstellen. Er ist halt nur ein bisschen, weißt du, so, ja. Wahrscheinlich, hat hier so ein. Ein netter Mensch. Ein unerfahrener, netter Mensch, den sie konventiert. Hab ich das Gefühl, kann ja sein, weil es nämlich Errors hat. Hey, stopp mal hier da. Hör doch mal auf hier zu scrollen hier. Guck mal hier. Schöne Attachments, Vehicle, Errors. Palette Connector XML. Und Gewicht. XML hat auch eine kleine Attach Vehicle Error. Das ist, wenn man das einfach durch den Konverter schickt und sagt, ach, jetzt habe ich einen Mod gebaut. Ist aber nicht. Jo, aber zum Ding ist er eigentlich ganz gut, ne? Also er fährt sich schwer, so wie das sein sollte. Nur ist war interessant vorhin, dass er ein bisschen leicht war. Aber ich finde das, ja, also die Textur ist klar, es ist halt ein altes Ding, aber die Funktion macht's, ne? Schön wäre natürlich, dass, was ist denn das? Ist das jetzt hier Spanngurten? Aha. Oh, Freilie, da kann man vielleicht
Da kann man vielleicht nur ein bisschen Ding abschleppen hier. Baumstämme hier, ne? Ich kann mit dem Kron hier die ganzen Baumstämme wegrotzen. Probieren wir. Da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Komm, wir probieren das jetzt. Wo ist denn die scheiß Motorsäge? Rutte weg. Alles weg. Alles weg. Wo ist denn der Scheiß? Hier, da. Komm. Geh mal ein bisschen stielen hier. Warte, wir machen das cool. Wir machen das professionell, ne? Kommen wir mal hin hier. Geh mal kurz. Ja, so ein Baum ist ja jetzt, ne? Ist ja schon ein bisschen. Ich muss mir tatsächlich da einsteigen, ne? Ja, reicht. X drücken. Da ein bisschen ausfahren. Runterlassen. Oh. Franz, kannst du kommen? Ich seh nix. Maul. Ah, hier ist er. Das Maul muss raus. Wieso ich seh nix? Wie ist denn das Maul jetzt da? Das ist hoch und runter. Samantha, das ist hoch und runter. Ah, jetzt müsst ihr aber dann. Ja, gut. Ja, super, ne? Und wie komme ich da hoch? Müssen wir mal F1 drücken, ne? Oder mal G drücken. Mal gucken. Weil. Nee. Achso. Ne, dann müssen wir einmal sägen. Ich wollte ihn ja vorhin anmachen, aber. Anbinden. Wieso kann ich jetzt nicht mehr weiter unten sägen? Was ist denn jetzt das für ein Fick? Das ist ja Sauerei hier. Oh, weg mit dir. Okay, aber machen wir jetzt nicht. Kann von mir aus hinkippen, wo er will. Ist schon schön, wenn es auch wieder mal knistert hier, ne? Hey, komm, steig ein. Mistkerl. Mistkerl. Mach doch die Scheiße weg hier. So. Wo ist er denn jetzt? Na. So. Runterlassen. Da. Da müssen wir da das R drücken. Und jetzt können wir hier. Ach, da ist mir wieder da rein. Aufheben. Aha. Vielleicht war es ja das, ne? Das nicht geht. Ja, das ist. Vielleicht müssen wir jetzt aber auch. Vielleicht können wir auch runter machen. Ja, lass runter. L geht nicht, ne? E. L. Vielleicht müssen wir doch. Ah. Spanngürtel. Ah. Jo, wahrscheinlich, ey. Der ist aber ein bisschen schwer, ne? Ich versuch's ja langsam, aber. Er geht nicht. Eww. Und. Wie, was? Ach, die Stützen brauchen wir nicht. Passt. Passt nicht. Und der muss ja aus dem Weg jetzt, ne? Also, wir können ja den jetzt nicht hier ins Sägewerk fahren mit 9 km/h. Das wäre ja unrealistisch, machen wir ja nicht. Wir machen ja nichts Unrealistisches. Er macht sowas. Ja, hier vor mal hier. Hier schönes Wasser. Wo ist denn das Wasser hin? Einmal schön auskloppen, ne, wie es sich gehört. Weil wir müssen ja das da ein bisschen ausfahren. Runterlassen, Samantha. Schön ins Wasser rein. Na. So, und da habe ich gesagt. Jetzt L drücken hier. Schön rein damit. So. Einpacken. Ich kann um Schatten, kann ich gucken, was ich mache. Jetzt muss er den Haken wieder hoch hier, ne? Da ist ganz eingefahren. Schön gemacht. So, haben wir es gesehen. LKW auch immer. Ach so, ja, das ist ja hier, ne? Zum Testen gewesen. Habe ich ja hier ein bisschen angefangen zu bauen, ja. Habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt, ne? Jo, also wer ihn sucht,
Der kann diesen Crown einfach bei Google findest du wirklich einen Haufen Links, weil der ist ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es den Mod-Hub auch gibt, also Mod-Hoster. Ja. Aber er ist jetzt zum Aufstellen von Treckern, wenn du jetzt jemanden hast, der sich immer auf die Fresse legt, dann ist der gar nicht schlecht. Kannst du sagen, komm, hol dir den Crown und dann kannst du dich selber wieder aufstellen. So, gut. Also ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis dann.